Ja, geil, da haben wir jetzt hier oben Schafe. Das ist natürlich wesentlich mehr Wiese für die. Das heißt, die können sich natürlich auch besser vermehren. Und die können sich sogar schon wieder fortpflanzen. Inzest! Oh mein Gott. So. Und eins haben wir jetzt hier unten noch. Ja, du musst sterben. Tut mir leid. Ah ja, und Schafe geben jetzt auch Hammelfleisch. Ist auch nicht schlecht. Hammelfleisch? Hammelfleisch, ja. Also männliches Schaf. Ja, nee, das ist... Nicht Gammelfleisch, Hammelfleisch. Ja, und Hammelfleisch. So, da tun wir da die Hunde hin und hier können wir dann Kühe reintun vielleicht. Und ja, Schweine brauchen wir eigentlich nicht. Ist zwar ganz lustig, wenn wir welche bekommen, aber die brauchen wir so jetzt eigentlich nicht. Und jetzt haben wir genug Wolle und die könnte ich übrigens auch abernten, wenn ich einmal dabei bin, die Schafe hier umzusetzen. Wäre es vielleicht auch ganz intelligent, dass ich Wolle abernte. Habe ich gehört. So. Was ist das für eine Musik heute? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich tue heute Musik irgendwie, ist irgendwie so, und dann habe ich so, und dann ist irgendwie seltsam. Eine gute Musik, außer schlechten DJ engagiert. Ja, ja, der, den habe ich letzten Monat nicht so viel bezahlt, deswegen hat der jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, weißt du? Oh. Ich sitze hier prinzipiell mit so einem Profi-Team einfach da, das ist normal bei mir. Sieht voll geil aus, der weiße Zaun, ich feier den. Den können wir, genau, den Birkenholzzaun, den können wir beim Leuchtturm einsetzen, der wird doch sowieso so ein... bisschen strandfröhlicher? Das klingt seltsam. Er wird doch sowieso so ein bisschen fröhlicher gehalten. Ja, da kann man doch eigentlich und dann haben wir und kann man doch tun. Jetzt ist mein Inventar schon wieder so zugemüllt mit Schokolade, dass ich, ja. Das sieht doch wunderschön aus. Fast so schön wie ich. Was? Dann kann es aber nicht wunderschön aussehen. Witzig. dann würde ich den hier sogar wegmachen. Dann tun wir mich den Zaun hier anenden lassen. Der muss jetzt auch nicht zu sein, das mit Absicht, so dass der jetzt ein bisschen offen ist. Hauptsache, die sind jetzt nicht so einzeln, die Dinger. Sieht doch voll geil aus. Dann kann man sich hier vielleicht eine Bank hinsetzen. Oh, Kreativität hier heute. Boah. In diesem Let's Play heute neu. Toll. Manchmal habe ich das Gefühl, ob ich auch was nehme vor den Aufnahmen. Wenn ich mich ja selbst schon frage, dann ist es kritisch. So. Oder eben genau richtig. Was willst du damit andeuten, hä? Dann können wir also nämlich hier eigentlich eine Bank hinzimmern. Mit AW, genau. Mit Schildern dran. Das dahin zeigt. Wenn man sich da hinsetzt, dann sieht man Zuckerrohr. Toll. Das ist spannend. Okay. Nehmen wir mal unsere Wolle, die wir bekommen haben. Was haben wir denn? 12 rote und 9 weiße. Ja, noch ungefähr 100 mal so viel. Dann haben wir es geschafft, glaube ich. Also, morgen sind wir fertig. In der nächsten Folge. Sicherlich. Verspreche ich euch. Also sollte eigentlich recht, schnell gehen. Ich kenne es ja aus dem Singleplayer, wenn man eine große Schafsfarm hat. Da habe ich eine Monster-Schafsfarm. Also, das ist ja auch Singleplayer. Ich meine, aus dem privaten Game von früher. Wenn man eine große Schafsfarm hat, dann geht das ratzfatz, hat man ein Stack Wolle zusammen. So ist es ja nicht. Müssen wir uns halt erstmal züchten. So. Dann der Spaß hier. Schaust du eigentlich so das Singleplayer Let's Play so ab und zu so? Du da, genau du da? Oh, da hinten ist ein Schaf. Könnten theoretisch auf Schafsjagd doch gehen. Lieber Wolke? Ja, wie gesagt, ich spiele eigentlich gar kein Minecraft mehr. Ob du das Singleplayer Let's Play schaust, nicht ob du spielst. Ach so, ob ich das schaue. Ab und zu mal, ja. Ja. Aber dadurch, okay, dass ich halt selber nicht mehr so an Minecraft interessiert bin. Ach so, ja. Das ergibt natürlich Sinn. Was habe ich hier eigentlich? Glück des Meeresangel. Wir sollten noch ein bisschen angeln. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen angeln dann nachher. Machen wir auch gleich. Wenn es wieder Nacht wird. Und das sollte gleich der Fall. Ja, dauert noch ein bisschen. Minecraft-Tag geht ja, glaube ich, 8 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Junge, dich täuscht aber alles. Okay.
Also ich frage, soll ich das hier oben jetzt auch zuzäunen dann, oder? Kuhzäunen? Zuzäunen ist das neue Kuhzäunen. Was? Also am Gehalt meiner Folgen kann es nicht liegen, dass man die gerne schaut. Da ist, nee, das muss was anderes sein. Das liegt bestimmt nicht am Inhalt. So. Die Leute gucken sich das bestimmt immer taub an. Die tun da einfach, Ja, du hast für taube Zuschauer. Ist doch auch was Schönes, oder? Ja, wenn du Taubstumme hast, dann können sie nicht mal wirklich außer in schriftlicher Form. Die denken wenn sich dann... Wenn sie dann noch Analphabeten sind... Dann ist es genau meine Zuschauerschaft, die nicht schreiend wegrennt, meinst du? Ja. Das klingt irgendwie ein bisschen böse. Obwohl eigentlich, ja, nee, es geht eigentlich. Sätzchengrenzen. So. Da mal hier den Weg fertig. Das klingt immer so böse, aber es ist eigentlich gar nicht so böse, wenn man sowas sagt. Ist doch schön, wenn es Let's Player geben würde, die nur für Taubstumme Let's Playen. Also einfach gar nicht. Ich meine, das kann ja auch sein, dass es wirklich Menschen gibt, die taubstumm sind. Und wenn man taubstumm ist, ja. Wäre doch voll die noble Idee. Auch nicht so drin, ne? Wäre doch voll die noble Idee, wenn es Let's Player gäbe, sage ich jetzt mal, die Let's Plays machen und dann einfach das Gesamte, was sie sagen, nochmal als Untertitel reinpacken. So dass Taube, also Taubstumme, oder einfach nur Taube, kann also muss ja nicht mal stumm sein, es kann auch taub sein, dass die einfach das lesen können, was der sagt. Dass die nicht hören. Ja, oder so ein dass wir Nachrichten manchmal ist in der Ecke, der das Ganze nochmal mit Gebärdensprache halt übersetzt. Aus so ein Ding, ne? Na, das gibt's doch, oder? In einigen Nachrichten, weil ich das mitbekommen habe, oder? Täusche ich mich da. Ja, aber das habe ich noch nicht gesehen. Also im normalen Fernsehen nicht, aber ich glaube, es gibt einige Sender, die machen das extra. Habe ich, glaube ich, mal gehört. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich glaube, das habe ich schon mal gehört gehabt. Das ist Sender gibt, die sowas machen. Der, glaube ich, auch direkt taubstummen Sender. Was? Der, glaube ich, auch direkt taubstummen Sender. Echt? Das wäre natürlich noch besser. Interessante Themen heute. Interessante Themen. Wie kam jetzt eigentlich drauf? Habe ich dir das irgendwas Sinnvolles, Sinnloses von mir gegeben, oder? Wolke? Oh, was? Nee, ich war gerade hier... Achso. Ich habe gefragt, wie man jetzt eigentlich auf das Thema kam. Ja, ne, das ist genau das... Genau so sehe ich das auch. Okay. Ich würde gar keinen so strikten Weg machen. Ich würde einfach sagen, wir machen das so. So eine Platte dazwischen. Und einfach hier so ein bisschen hoch. Und das hier fliegt dann komplett weg hier, die Ebene. Das ist übrigens gar nicht laut oder so, wenn der Axt durch die Welt geht. Ich glaube, ich zimmer mir gleich meine Kiste hin. Müssen wir uns nochmal eine Workbank bauen, das ist aber nicht, ist ja egal. 1, 2, so. Ich frage mich gerade, ob man sich auch unterschiedlich farbige Kisten machen würde. Das wäre geil. Das hätte echt was. Könnte man wirklich im Lager auch mal wieder ein bisschen mehr Farbe reinbringen, weißt du? Ja, Lager sehen sehr einseitig aus. Aber ich habe auch schon coole Lager gesehen, muss ich gestehen. Gerade auf Magic Mine, da gab es ja echt die ausgefallensten Dinge, was Lager angeht. Da haben sich Leute, was die Leute da einfallen lassen haben, damit das Lager gut aussieht. Respekt, ja, Respekt. Ja, da haben aber auch aufgespielt. Schon, keine Ahnung. Ja, die haben, also was da für Leute rumgelaufen sind, die da einfach mal bestimmt 4 Jahre auf dem Server gespielt haben, oder wie lange der existiert hat, der Server. Ne, 3 Jahre waren es, glaube ich, 3 Jahre waren es, glaube ich. Was die für Lager hatten zwischendrin, das war echt krass, Alter. Wo du gefragt hast, hat denn jemand eventuell mal das? Und dann hat dir einfach mal einer 3 Stacks davon gegeben, obwohl es voll selten ist. Diamanten zum Beispiel. Das weiß ich noch, weißt du noch im ersten? Ey, weißt du noch, Junge, ey. Weißt du noch, im ersten, in der ersten Staffel, wo der eine uns einfach mal einen Stack Diamanten gegeben hatte? Ach ja, das war ja auch so ein Lösungsgeschenk oder was er gesagt hat, ja. Ja, genau. Hier fürs Display, damit er vorankommt oder so. Und ich so, was? Das war echt hart.
Schade, dass der Server, dass die zugemacht haben, dass Mieze aufgehört hat mit dem Server. Sehr, sehr schade. Aber war ja eigentlich ein friedliches Auseinanderleben und alle Magic Miner sind ja dann rüber zum neuen Server, von daher. Hat mich leider noch nicht angesprochen, der Server, der neue. Der war mir dann wieder ja, zum Mainstream. Da gab es dann Star Wars und sowas und nee. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, was für dich neu ist, dann richtest du dich auch daran, was vielen gefällt, um halt auch schnellstmöglichst. Ja, also nicht, schnell auch. Ich glaube, wenn ich da jetzt anfangen würde. Ich glaube, wenn ich statt Rising World einfach angefangen hätte, Minecraft, Star Wars oder sowas zu spielen, dann wären bestimmt auch wieder voll viele gekommen und so. Und hätten gesagt, oh cool, so ist das Play, voll neu und so und bla. Aber ja, ganz ehrlich, na. Da, ich nehme mich lieber. Schmecken, ne? Ja, klar. Aber nur für die Klicks dann irgendwas spielen, was mir keinen Spaß macht, habe ich auch keinen Bock drauf, also ganz ehrlich. Da tue ich lieber Rising World spielen, was mir momentan sehr viel Spaß macht und wo auch mega viele Kommentare drunter sind. Also ich habe, glaube ich, bei Rising World habe ich fast unter jedem Videos Kommentare, was ich besser machen könnte oder so. Gefällt mir mega. Also es ist momentan eins meiner Lieblings-Displays mit, zusammen mit The Forest. Ja, gefällt mir. Und The Binding of Isaac wird mittlerweile auch sehr gern geguckt. Das heißt mittlerweile, ich habe erst 8 Folgen, 9 Folgen. Ja, also jetzt nach den ersten 900 Folgen ist schon ganz schön gern geguckt, so, ja, ja. So. Und da hatte ich ja bei der Forest auch gestern einen. War das gestern? Ne, das war glaube ich vor 2 Tagen oder so. Der gesagt hatte, habe ich vorhin schon mal angesprochen, ja, hier, du sagst zu oft Alter in deinem Spiel, in deinem Let's Plays, bla 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 und so. Und da hat es dann auch voll ausgeschmückt und so, ja, so 30, 50 mal Alter hast du gesagt und. Und ja, das war. Also einerseits war das Kommentar gut, weil ich ja wirklich sehr oft Alter in der Folge gesagt, andererseits war es ein bisschen übertrieben und ausgeschmückt. Das, ja. Wie findest du sowas? Ah, das ist halt... Ich finde, es ist gut, wenn man Kritik äußert, weil, wie gesagt, das hilft den Leuten auch, aber man muss halt nicht übertreiben. Also, weil, ja, wenn man die Leute ja auch nicht irgendwie ummachen oder bloßstellen, was weiß ich, sondern ja wirklich darauf hinweisen, wie könnte man das besser machen. Ja gut, es kann auch sein, dass er gedacht hat, dass er vielleicht, wenn er ein abstruses, kann ich mal erfahren, wieso hier bitte ein Schaf gestorben ist? Hä? Was machen die hier, Gangbang oder? Macht ihr Gangbang? Los, verrat es mir! Sagt er und schob das Schaf mit seiner Hose fort. Was? Hier nochmal füttern, da, ihr könnt nochmal, und du da kannst nochmal mit. Du da und hier da kann auch mal mit. Bimpf da. Ich wollte jetzt gerade mit der Axt wegkloppen, das Schaf. Ich wollte doch eigentlich nur seine Wolle haben. Ich frage mich gerade, wieso das eine Schaf gestorben ist. Hier lag gerade einfach die Überreste von einem Schaf. Ach, guck mal, wer da ist. Herr und von und zu Skelettoman. Skelettoman, Junge. Aua. Stirb, stirb, stirb. Natürlich hinterlässt er mir nichts, außer seiner toten, stinkenden Füße. Lecker. Ja, ja, stinkende Füße sind toll. Er steht nicht auf stinkende Füße. Ich? Bin ich jetzt nicht Mainstream? Nein, ich muss jetzt raus. Oh, schade. Na gut, okay. Nichts mehr verloren. Was mir aufgefallen ist, das wollte ich vorhin schon mal ansprechen. Gut, dann muss ich es nicht doppelt erzählen, weil ich vorhin gerade alles doppelt erzählt habe. Ich bekomme momentan, glaube ich, echt nur österreichische neue Zuschauer dazu. Das ist voll strange, ist mir vorher nie aufgefallen. Aber wenn ich auch zum Beispiel im Internet in Österreich, also im AT-Internet, sage ich jetzt mal, mich bewege, dann habe ich auch viel weniger Suchergebnisse, als wenn ich in Deutschland ins Internet gehe. Das klingt strange, ist aber wirklich so. Ja. Also, ich, also vielleicht. Keine Ahnung. Österreich da so, dass sie mehr regionale Sachen anzeigen statt so. Mir wird zum Beispiel, ich kann es an einem guten Beispiel, wenn ich zum Beispiel Minecraft Mods suche, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich Minecraft Mods eingebe, bla bla bla, dann komme ich zum Beispiel nicht auf Minecraft Modding, das soll jetzt keine Werbung sein, die Seite ist jetzt übrigens so gut, ich nutze die bloß meistens, dann komme ich zum Beispiel in Deutschland auf Minecraft Modding und wenn ich es in Österreich eingebe, finde ich die Seite nicht. Wenn ich es dann aber in Österreich über eine deutsche Seite versuche, dann finde ich die Seite wieder. Das ist
strange. Ich hätte nicht gedacht, dass die Region die Anzahl des, der Internet-Dinge bestimmt. Hättest du das gedacht, ja, Volker? Hättest du das immer gedacht? An, war. Dass da irgendwelche Unterschiede gibt, damit habe ich eh schon gerechnet, aber... Programmieren, sowas war so.